ich würde doch gerne. Du fragst mich, ich sage was und dann unterbrichst du mich sofort. Na, aber wenn du mir die aktuelle. Lass mich doch mal ausreden, verdammt, da hacke nochmal. Wirklich. Ein fantastisches Stück über das Thema Streiten. Ich bin wirklich auf dem Weg zum Proberaum. Hatte ich das. Also, weil es ist bei mir so. In meinem Kopf ist eine Liste. Auf der mache ich immer Striche. Ja. Das ist ein Fakt. In meinem Kopf ist eine Liste. Darauf mache ich immer Striche. Wenn mir was gegen den Strich geht, sortiert nach Datum und nach Alphabet. Und ich bin mit dieser Wahrheit. Bin ich in den Proberaum gekommen und dann hieß es, da können wir was draus machen. Ja. Das können wir so nehmen. Ich finde ja. Sprich es aus. Ich finde es noch nicht so richtig geil. Dass dieses Thema Streit und Diskussion auch so krass wichtig bei uns in der Bandkommunikation ist und dass es etwas ist, was wir gemeinsam gelernt haben. So gut wie wir diskutieren, das kann ich ja auch mit in mein restliches Leben quasi nehmen. Ja? Und dann auch wieder auf so einen Moment eingeschossen. Also, und zwar den Moment, wo du weißt, okay, jetzt kommt das ganze Programm. Wenn es anders wäre. Wir saßen da die letzte Zeile. Alles ist liebesfertig geworden, letzte Zeile. Und dann unterhalten wir uns darüber, was wollen wir inhaltlich verstehen. Ja, und wo es herkam. Und dann Gunnar so ganz leise. Was hat er gesagt? Oh, da war ich so froh, als diese Zeile da war. Deckel. Weil das war der Deckel auf den Topf. Den Crashtopf. Musikalisch gab es ja immer noch eine ganz andere Mission, die von dir schon immer erfüllt werden wollte. Ja, ich wollte immer mal einen Bond-Song schreiben. Ich habe aber später festgestellt, dass ich den schon geschrieben habe. So, hier haben wir auch wieder schöne kleine Zeichen übrigens drin. Ein großes V heißt Atempause. Das bedeutet eng aneinander singen. Siehst du zum Beispiel, hier haben wir gerade entschieden, wir wollen glühen auch nach oben singen. Die Luft vibriert, die Funken fliegen. Also da bin ich irgendwie so ultra gespannt, wie das live wird. Das macht schon super Spaß. Wenn wir scheiden, crashen, fighten und von einem von unseren Teilchen spalten. Wirklich auch wieder ein von der Lust getriebener Text. Das hat extrem Spaß gemacht.